Okay, ich bin zufälligerweise wieder genau an der Stelle, wo ich das Kampagnenvideo aufgezeichnet habe. Und die Kampagne ist ja inzwischen auch online und ich bin nicht enttäuscht, dass da kein einziger mitmacht, weil das für mich eh eigentlich nur Arbeit wäre. Also die 1000 Euro stehen ja auch in keinem Verhältnis zu dem Arbeitsaufwand. Und ich möchte nur eine Sache noch irgendwie, ein Update wäre ja mal irgendwie interessant. Wer die drei Kampagnenvideos sich angeschaut hat, ich schätze mal niemand. Warum, das erkläre ich auch gleich. Dem sollte aufgefallen sein, wenn er auch noch sein Gehirn eingeschaltet hat, was ja auch nicht der Fall ist, dass ich mich nur eigentlich darauf beschränke, auf das Strafrecht, auf die Verbrechensverfolgung, also die Datenschutz, Datensouveränität in Bezug auf den Rechtsstaat. Und was ja eigentlich so jetzt eher so in den Medien immer ist, ist die Werbeindustrie. Und dazu irgendwie kann ich ja mal eben auch den Kommentar machen. Für mich ist eigentlich, die ganze Werbung sollten wir abschaffen. Ja, also wenn ich jetzt wirklich zurückdenke, wann ich jemals in meinem Leben von Werbung profitiert habe, ja, null. Also für jemanden, sage ich jetzt mal so, der irgendwie Recht auf freie Entfaltung, also der irgendwie selber sich irgendwie die Welt gestalten will und sowas. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe hier irgendwie so eine Pulsrate, Herzrate, Dings, da brauche ich Uhr, weil mein Herz irgendwie ein bisschen komisch tickt. Und ich meine, dann möchte ich nicht irgendwelche Werbung haben von irgendwelchen Leuten, die mir irgendwas verkaufen wollen, sondern dann gehe ich ins Internet und dann suche ich nach Testberichten. Ja, also wo eben objektiv irgendwelche Sachen verglichen worden sind, getestet worden sind und Werbung ist eigentlich wirklich, da kann ich jetzt Tyler Durden zitieren, also haben einen Job, den sie hassen und kaufen dafür Scheiße, die sie nicht brauchen. Ja, es ist halt wirklich ihr alle da, hirngenerierte Konsumenten, die ihr Gehirn schon längst abgeschafft haben, ja, die brauchen dann halt einen äußeren Input und die brauchen dann halt Werbung, die ihnen erzählt, dass jetzt so ein aufgeblasenes Spielzeugautos die ultimative Penisprothese ist. Ja, und dann kaufen die das alle und finden es auf einmal toll. Ja, eigentlich völlig unnütz. Ja. Und ich gehe dann halt ins Internet und dann google ich irgendwie nach Testbericht. Oh, Google, ja, Google ist, muss ich auch irgendwie finanzieren. Aber ich gehe auch teilweise zu YouTube und da schon. Und wenn ich dann halt sehe, irgendwie, wenn ich wirklich was wissen will, ja, dann gehe ich zu Wikipedia. Und die Wikipedia ist ja umsonst. Die dürfen 5 Euro jährlich bei mir abbuchen. Ja, und wenn man jetzt halt mal sieht, wie viel Geld wir irgendwie für diese dämliche öffentlichen Rundfunk ausgeben, ja, wie viele Millionen und Milliarden Euro da irgendwie für hirngenerierte Konsumenten irgendwie verschwendet werden, ja. Und ich glaube, Wikipedia, die sammeln jedes Jahr so 3, 4, 5 Millionen Dollar wollen die haben, ja. Also wir könnten mit einem Bruchteil der allein der Gebühren für Deutschland könnten wir kostenloses Wikipedia, kostenlose gebührenfreie eBay, gebührenfreies PayPal, also Zahlung komplett kostenlos, Testberichte natürlich auch Portal kostenlos, Google, also naja, Google, ich meine, wenn man wirklich sucht irgendwie, dann ist eben wirklich so eine moderierte, also wo Leute praktisch dann wirklich Testberichte und sammeln und sowas, ja. Werbung ist wirklich... Ja, da kann ich euch wieder einen Film empfehlen. In Time ist so ein Science Fiction. Und dazu könnt ihr auch bei scriptdoctors.org, das ist so, meine Folie ist so ein bisschen kaputt, deswegen habe ich da so Flecken. Scriptdoctors.org, da habe ich dann irgendwie mein Director's Cut, Script Doctors Cut gemacht. Ja, dass wirklich unser Wirtschaftssystem beruht halt wirklich darauf, dass die Menschen verblödete, hirndegenerierte Konsumenten sind, die dann halt irgendwie arbeiten und dann nicht wissen, was mit ihrem Geld, und dann hocken sie im Internet am Wochenende rum und machen dann dumme Kommentare zu meinem schönen Kampagnenvideo. Ich bin jetzt hier gerade Kehlheim, wieder so die Promenade, heute ist Ostermontag irgendwie, da promenieren sie jetzt alle lang. Ja, ist halt schönes Wetter und blau, die können alle mit ihrem Leben nichts anfangen. Also was könnte man in der Zeit irgendwie an Kampagnen und Verbindungen und sowas alles machen, ist tot. Ja?
Und dann brauchen die hintergenerierten Konsumenten brauchen natürlich, ihr braucht die Werbung, die euch eben irgendwie dann irgendwie eintrichtert, was ihr eigentlich wollt und wofür ihr euer Geld ausgeben könnt. Und da man halt alles umsonst haben will, irgendwie kommt halt die Werbeindustrie und finanziert dann halt die ganzen Internetsachen, anstatt die GEZ-Gebühren dafür zu nehmen. Ja? Und deswegen ist jetzt wirklich so, wenn ich jetzt mich hier direkt wirklich nur auf das Nötige, also auf das Strafrecht, auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt konzentriere, ja, das ist wirklich bewusst, also dass ich irgendwie Werbung ist bei mir komplett ausgeklammert, weil können wir abschaffen. Ja, also ich meine, Wikipedia, da gibt es auch keine Werbung, ja, und deswegen, das kann sukzessive, können wir alles ersetzen, ja. Bis wir halt irgendwie dann auch keine Werbung mehr brauchen und dann gibt es auch keine, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ich wäre wahrscheinlich eh auch eine ganz schlechte Zielgruppe, ja, weil mich kann man mit Werbung eh nicht beeinflussen, weil ich mir irgendwie Sachen selber ausdenke und mich dann halt lieber informiere, da sind wir wieder bei der Informationsgesellschaft, ja, anstatt mich irgendwie zumüllen zu lassen. Das heißt, so eine souveräne Gesellschaft würde auch immun werden gegen, also das ganze Geschäftsmodell würde irgendwie zusammenbrechen, ja, und alle die jetzt, ich mache so ein bisschen schnell, weil soll nur kurz und dann fahre ich hier weiter. Hab ja eh keine Leute, die mitmachen und deswegen brauche ich eigentlich auch kein Update zu machen, aber wie gesagt, hier hat es angefangen, die Kampagne ist schon online, jetzt bin ich schon wieder zurückgefahren. Bin jetzt heute schon, glaube ich, weiß nicht, 20 Kilometer gefahren, jetzt fahre ich nochmal 20 Kilometer in die Richtung. Deswegen wäre das irgendwie, naja, hat es halt jetzt angeboten und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht traurig, wenn die Kampagne mit null Unterstützern endet. Ja, ich meine, ich habe ja eigentlich schon bei Kickstarter ein paar Follower, sind aber meistens Englischsprache und bei YouTube habe ich ja auch ein paar und in zwei Foren und bei der Piratenpartei, weil ich da mal irgendwie schon mal ein tolles Konzept für die gepostet hat, habe ich es halt gemacht. Und deswegen habe ich es da auch nochmal erwähnt. Und da wirklich, also wenn man sich den IQ, den Intelligenzquotienten von den Leuten da in dem Piratenforum, also das ist, glaube ich, noch niedriger als die AfD, ja, wenn man das so liest. Also kein Problem, ich habe echt genügend andere Sachen zu tun. Das war halt so ein Geschenk für die Gesellschaft, wie man halt die Welt besser machen könnte. Und wenn ihr halt zu blöd seid, ja, dann halt nicht. Dann werde ich es, glaube ich, danach nochmal an die Staatssekretärin direkt schicken, ja, weil ich meine, könnten ja, und danach, glaube ich, schicke ich es an die französische Botschaft. Ja, weil wenn man jetzt da drüben sieht, was die halt irgendwie mit ihrem Terror irgendwie, dem Islamischen, und dann wollen sie jetzt irgendwie die Gefährder irgendwie jetzt schon den Rechtsstaat aushebeln und die Gefährder, was ja ein völlig bescheuerter Begriff ist, ja, dann bräuchte man mit meiner Datensouveränität nicht schon wieder nicht mehr, ja, also dieses pro forma irgendwie Leute kategorisieren oder sowas. Man könnte sie halt wirklich dieses unsichtbar, sie halt wirklich einfach machen lassen und das System würde schon rechtzeitig Alarm geben, wenn sie eine Straftat begehen, also dann schon ein bisschen in die Richtung tendieren. Aber sowas, die Gefährder halt pro forma irgendwie in Schutzhaft, das geht halt in einem Rechtsstaat nicht. Also wie können wir unseren Rechtsstaat retten? Angesichts, also wenn jetzt wirklich praktisch das da drüben irgendwie noch eskalieren würde oder so, wo man dann wirklich gezwungen ist, etwas zu tun, ja, dann wäre jetzt hier mein Konzept mit der Datensouveränität eben auch schon wieder, das gebe die Möglichkeit, praktisch eine freie, offene, demokratische Gesellschaft zu schaffen, die halt ohne die Überwachung auskommt und trotzdem effektiver ist als die Überwachung. Ja. Ich sollte auch bei meiner Kampagne sämtlichen Text, ich habe ja eigentlich für Deutsch gar nichts geschrieben, sondern nur auf Englisch für meine Englischen, weil die deutschen Videos nicht machen, aber das sollte ich auch löschen, ja, weil wirklich die Leute sind so blöd irgendwie, die hocken wirklich irgendwie nur vom Forum da im Internet und wissen nicht, was sie tun sollen und dann lästern sie halt nur ab und machen die dümmsten Witze. Das ist wirklich irgendwie unter meinem Intelligenz irgendwie, ich kann da gar nicht drauf antworten. Okay, schönes Wetter, ich fahre jetzt weiter und vielleicht überlegt sich ja der ein oder andere, der jetzt meine YouTube-Videos schon irgendwie ein bisschen länger schaut, dass er vielleicht sich doch mal irgendwie dazu bewegt, aus seinem Sessel heraus und irgendwie die 5 Euro investiert, die ja wahrscheinlich eh nicht abgebucht werden, weil die 1000 Euro nicht zustande kommen. Dankeschön, tschüss. Ich glaube, wo ist hier eigentlich die Kamera? Da ist die Kamera. Tschüss.